Ja, recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Aufbau meiner Steampunk-Modellbahnanlage Spur N-Z. Ich hatte es ja neulich schon gesagt, da kommt ja auch eine Z noch mit drauf. Aber das ist alles viel, viel später. Heute gucken wir uns mal an. Ich hatte ja mal erwähnt, dass ich auf der Anlage oben links, ich habe es hier mal eingeblendet, ja, jetzt weitergebaut werden soll. Da habe ich mir jetzt überlegt, dass da eine kleine Fabrik hin soll. Die soll also an den vorderen Teil, an den flacheren Teil rankommen, wer es eben gesehen hat. Und weiter oben werde ich auf den Tommy seine Idee eingehen, und zwar, dass da wahrscheinlich ein Landeplatz hinkommt. Aber das will ich jetzt nicht zu viel verraten, das habe ich schon alles vorbereitet. Das kommt dann wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Teil. Mal gucken, was ich bringen werde, und wie ich die Zeit immer aufbringe. Und hier habe ich erstmal jetzt einen 3D-Druck gemacht in 1:160. Der hat, ich habe es richtig geschrieben, gerade 14 Stunden tatsächlich gedauert. Und wenn man sich überlegt, ich musste das Ding wirklich dreimal ausdrucken, weil ich mit Maßstab immer ein bisschen gehadert habe. Das sah irgendwo ein bisschen doof aus, und deswegen habe ich eine Weile gefummelt, ehe das alles so richtig passte. Dann habe ich bloß einen Probedruck gemacht, dann habe ich das dann mit einem Hauptdruck zum Schluss gemacht, so lange, bis es irgendwo gestimmt hat. Und ja, mal zum eigentlichen Geschehen hier vor uns gerade. Ich teste ja gerade kleine Flacker-LEDs, also keine Blink-LEDs, sondern reine Flacker-LEDs, wie man das auch diesen kleinen Kerzen kennt, aus diesen Teelichtkerzen da oder sowas, ne? Dass die so ein bisschen wild rumflackern. Und da habe ich jetzt mal getestet, wie hell die im Einzelnen sind. Ich habe hier orangefarbene und rote und musste feststellen, dass die rote, naja, sehr dominierend ist. Entschuldigung. Und da habe ich dann entschieden, dann hier an der Stelle, die ich jetzt hier vorne rausbreche, das habe ich also reingemacht, damit der Druck schöner wird. Das habe ich alles manuell eingefügt. Das kann man zwar im Automatikmodus bei Cura machen, aber ich habe das halt manuell gemacht. Dasselbe mit der Füllung hier unten. Die habe ich also im unteren Teil sehr, sehr wenig und weich gemacht, dass ich da besser rauskratzen kann. Und so ein Zentimeter tief ungefähr. Dann machen wir das wieder richtig hart. Sieht man auch ganz gut jetzt da oben. Und da muss ich dann tatsächlich mit dem Bohrer jetzt gleich reingehen, dass ich da das Loch dann bohren kann, wo nämlich eben die LEDs, die ich gerade getestet habe, reinkommen. Also der kleine Ofen da rechts, da soll so aussehen, als wenn da drin irgendwie Glut vor sich hin flackert oder was weiß ich, in welcher Form ich das da machen werde. Ich musste mir jetzt auch so ein bisschen mit dem Modell hier beschäftigen. Wie passt es überhaupt rein? Wie sieht es aus? Hier halte ich jetzt zum Beispiel nur eine LED ran. Es werden aber gleich drei. Hier bin ich gerade mit dem Bohrer, was sage ich das jetzt selber? Und dann auch die drei kleinen Schornsteine oder Schlote oder was das auch mal sein soll hier. Die sollen also auch eine LED vorne reinbekommen. Das heißt, da habe ich die dann abgeschnitten und dann abgebrochen zum Schluss, die Schornsteine, dass ich die LEDs reinkriege. Habe hier entsprechend das Loch unten reingebohrt, so dass die LEDs da schön reinpassen und von der Tiefe auch entsprechend gut sitzen. Und ja, die sollen, wie gesagt, das so ein bisschen simulieren, als wenn da irgendwie was Heißes drinnen rumbrodelt oder was weiß ich jetzt, oder ein Feuerchen drin ist oder wie auch immer. Und das sind die LEDs, die jetzt in diesen Ofen rechts rein sollen. Das heißt, in der Mitte eine rote und außen jeweils eine orangene. Und festkleben werde ich das jetzt hier mit einem zwei Komponenten, ja, Epoxy-Kleber. Und den rühre ich jetzt hier gerade. Ich war gerade beim Überlegen, wie er hieß. Mir fällt es gerade nicht ein. Ist ja auch eigentlich völlig egal. Ihr habt so ein Zeug wahrscheinlich selber alle da. So ein 4-Minuten-Kleber geht also recht schnell. Und den verwende ich jetzt nur zum reinen, da haben wir sie doch, Speed Epoxy, ja, 4-Minuten-Kleber, da habe ich es eingeblendet. Und der ist jetzt wirklich nur dafür da, dass die LEDs erstmal wirklich fixiert werden, relativ schnell. Die Wärme haben mit Heißkleber noch ordentlich festgemacht, das mache ich aber erst dann, wenn die Widerstände mit drin sind, so dass das entsprechend, da hinten sehen wir sie mal, die drei, die sind so über wie so eine Pyramide aufeinander geschichtet. Und dass dann die Widerstände mit fixiert werden und die Kabel. Das sieht auch wieder hier ein bisschen wüst aus durch dieses rausgekratzte Inlay da. Und weil das so die Fäden zieht. Das hatte ich ja wieder so ein bisschen lose da reindrucken lassen, nur um das eben leichter rauszubekommen. Aber das ist doch egal. Wichtig ist doch, dass es funktioniert. Und wenn man das schön verlegt da unten, wie ich es jetzt hier gemacht habe, die Masse und der rote nach oben dran, funktioniert prächtig, und wie gesagt, das alles mit Heißleim oder Heißkleber schön fixiert, und dann ist das alles im grünen Bereich. Jetzt hier noch die drei Widerstände angelötet von den
Orangenen, das war ich ja völlig abgelenkt gerade, hat man vielleicht gemerkt, ne? Orangenen LEDs oben und dann ein kleiner Test im Dunkeln. Ja, man sieht nicht allzu viel, ne? Ja, nachdem ich das gemacht habe, oben wird mit Plasto dann die Rillen von dem Dach zugeschmiert. Beim 3D-Drucker, der macht das ja nun mal, wenn der so eine Biegung oben macht, dann sieht man natürlich so ein bisschen die Kanten, wie so eine grobe Auflösung auf dem Computer. Und das muss man dann ein bisschen mit, mit Spachtel dann eben entsprechend zumachen, so dass das dann ganz ein bisschen, glatter wird irgendwo, dann schön verschliffen mit Schleifpapier. Es soll nicht 100% glatt werden, auf keinen Fall, weil das Dach kann ruhig ein bisschen Struktur drin behalten. Aber es war mir halt zu viel, das Gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr wisst ja, ich mache es ja gerne so im Gammel-Look und da habe ich kein Problem, wenn da irgendwo mal was auch beim Drucken nicht so 100% geworden ist. Das stört mich überhaupt nicht, weil entweder kann man es beheben, dass man das entsprechend hier mit Spachtelmasse dann ein bisschen weniger macht. Und aber auch Stellen, wo man sagt, Mensch, da ist es nicht 100% geworden. Nee, das kann man alles schön irgendwo mitverwenden. Gerade in dem sogenannten Gammel-Look, den ich hier machen will für Steampunk, kann das alles irgendwo mit aufgewertet werden. Und dann hat man so ein unauffälliger, oder nicht unauffällig, kann man nicht sagen, sondern so eine zufälligen Fehlsachen dabei. Wie zum Beispiel da links der kleine Vordruck da der ist auch nicht 100% geworden. Aber das ist doch gut so, dann ist das Gebäude eben nicht völlig in Ordnung. Ein bisschen schlechter und das kann man alles irgendwo mit einbauen. Dann lässt man ein paar Pflanzenteile rauswachsen. Ja, und dann ist das halt so, als wenn es kaputt ist und dann hat nie einer repariert. Auch gut, ich mag das Perfekte nicht. Das passt doch gar nicht zu so einer Anlage. Hier kann es ruhig schön unperfekt sein. Und wird's auch. Ja, hier mache ich jetzt noch kleine Lampen rein. Da verwende ich wieder mal meine übrig gebliebenen Z-Laternchen, wie ich sie ja im Hintergrund auch schon überall mit drin habe. Und ich finde, gerade bei Fabriken macht sich das richtig, richtig gut, dass man da die Lampen da oben so draufsetzen kann aufs Dach oder man setzt sie mal an die Hauswand rein oder ran und alles sowas. Da kann man einiges machen. Ein paar habe ich noch da von den Dingern. Und dafür sind die sehr, sehr gut geeignet. Und da hätte ich sogar eine Spur N-Laterne zu groß empfunden. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich die Dinger behalten habe, wenn ich verkauft habe. Ja, jetzt schließe ich die noch hier unten an. Die haben dann wieder so eine kleine, was sind das, Kupferlackdraht. Oder, nee, Kupferlack ist es nicht. Also so eine ganz, ganz feine Litze jetzt hier irgendwo dran. Die hängen alle drei an einer LED, an einem Widerstand dran. Das reicht völlig aus. Das sind 1000 Ohm. Widerstände, die machen das auch nicht zu hell. Wenn man nachher immer die Bilder sieht zum Schluss, dann sehen die Lampen so richtig hell aus. Das sind sie aber gar nicht, wenn ich jetzt hier so mit das hinstelle und mir angucke. Es ist tatsächlich so, dass auf den Videos die Lampen immer heller wirken, als sie eigentlich sind. Das ist, ist nun mal so. Die Kameras sind sehr empfindlich und die machen das, obwohl ich Weißabgleichen alles mache, aber ist egal. Ich versuche es zwar so echt wie möglich hinzubekommen, aber gut, ist halt so. Und haben wir ja, glaube ich, im letzten Video auch gesehen, wo ich die Lok da beleuchtet habe, wie die Kamera das aufhellen kann, wenn man im Stockdunkeln filmt zum Beispiel. Hier habe ich jetzt bloß beschriftet, damit ich später noch weiß, was ist das Flackerlicht, was ist das richtige Licht. Denn das soll ja beides getrennt geschaltet werden können. Die Fabrikbeleuchtung soll ja so diese automatische Nachtbeleuchtung sein. Das heißt, wenn ich das Licht oben ausmache, sollen automatisch die Lichter überall auf der Anlage angehen. Und das andere sind also Effektlampen, sage ich immer so schön dazu. Das heißt eben diese Schornsteinglüh-Effekte und was auch immer. Das sind also zusätzliche Sachen, die man anschalten kann. Und ob ich das jetzt mit einem Rittkontakt schalten will, dass ich sagen kann, die gehen automatisch an, aber ich glaube nicht. Ich denke, das werde ich manuell einschalten. Und ja, wie gesagt, ich hatte jetzt die Fabrik hier noch grundiert vorher. Jetzt kommt allerdings schon die graue Betonfarbe drauf. Und sieht man kaum. Also die hat fast den gleichen Farbstil, aber ich lasse nachher den mittleren Bereich da weg. Da sieht man ganz deutlich, dass die Grundierung doch eine sehr, sehr andere, das halt bloß eine Grundierung ist. Und deswegen nochmal die graue Farbe hier drauf gebracht. Es ist nun mal so, man gibt sich immer sehr, sehr viel Mühe mit Bemalen und Machen. Und zum Schluss macht der Gammel-Look natürlich alles wieder richtig schön kaputt und gammelig. Aber das ist ja nun mal so gewollt von mir. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und auch da unten, da hängen so kleine Fäden unter den Rohren, wer das sieht da rechts, ne? Habe ich gelassen. Das sieht so aus, als wenn ein Kabel runterhängt. Das habe ich dann mit Schwarz ganz vorsichtig übermalt. Auf den Videos kommt das nicht rüber, sage ich gleich. Also wer das hier live angucken
würde sagen, ach, da hängt tatsächlich ein Kabel. Aber gut, es ist nun mal so. Ich versuche immer so dicht wie möglich irgendwo ran zu zoomen und zu machen. Und dann sieht das teilweise verwaschener aus, als es eigentlich wirklich wirkt jetzt bei mir. Aber ich möchte einfach, dass man so viel wie möglich Details irgendwo reinbekommen und die dann irgendwo mit, na, dass ich euch das so zeigen kann, wie das ausschaut. Die ganzen Metallteile, wo ich mir dachte, das könnte Metallteil sein, habe ich dann in einem Graublau angemalt, dass es so ein bisschen metallisch wirkt, ebenso wie, naja, so alte Metallteile halt. Und da, ich wusste es nicht wirklich, was da Metall von sein soll, aber ich fand das recht passend, gerade die Kästen da, wo die Räder nachher dran sind, da oben, oder hier diese Art Lüftungs Rohranschlüsse da oder was auch immer. Hier habe ich Goldfarbe reingebracht, weil ich bin ja auch der Meinung, bei Steampunk ist ja viel in Schwarz und Gold, was ich aber eben nicht so übertrieben aufgreifen möchte. Das Gold soll dezent dabei sein und nicht so dominant, weil, wie gesagt, ich baue ja keine Steampunk jetzt auf wie 1890, das vielleicht hätte sein können, sondern eben ein bisschen moderner, und aber so eine Fabriken, die sollen halt schon uralt sein. Und deswegen auch so ein bisschen Gold ruhig mit ran, aber halt nicht so in dem Rahmen. Ich will es nicht übertreiben, das bringt es ja auch nicht. So, die Schlote jetzt natürlich schwarz hier vorne. Da ist ein bisschen schlecht, so um die Ecke zu malen, ging aber zum Schluss dann doch. Und hier sehen wir schon, dass ich die Fabrik oben in so einem Rostbraun grob angemalt habe. Ach, die Schalter hier unten in Rot, die oder Schalter oder Kontrolllichter oder was auch immer das sein soll, ich weiß jetzt nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall fand ich das recht passend, die jetzt irgendwie nicht metallfarben zu machen oder so, sondern eben so als Lampen darzustellen. Hier, das war jetzt übrigens nicht gewollt, der rote Fleck da drauf. Den habe ich aber ganz gut kaschieren können, und ich sag mal, da drinnen soll ja ein Feuerchen brennen, dann kann das ruhig da oben so ein bisschen rot rausscheinen. Das war nicht weiter schlimm, das habe ich hier ein bisschen überpinselt und dann passt das schon. Da in der Mitte sehen wir übrigens diesen kleinen Fehldruck unterhalb von diesem graublauen Teil. Ja, die Räder hier oben in Braun, dachte ich mir, ja, Räder sind ja außen braun. Ist wahrscheinlich völlig Quatsch da oben. Ich wollte es eigentlich beweglich machen. Ich wollte das weglassen da oben, also wegmachen im 3D-Programm und entsprechend dann mit richtigen kleinen Rädern da oben, dass sich da was dreht. Aber dann habe ich überlegt, warum sollte ich da jetzt was drehen? Sieht wahrscheinlich so kein Mensch. Aber mal gucken, vielleicht habe ich ja solche Ideen noch, dass man sowas beweglich macht. Ich will da generell ein bisschen so mit beweglichen Teilen noch später arbeiten, aber da kommt man in einem anderen Video zu, die Ideen, die ich dazu habe. Und ja, jetzt das grüne Licht in der Mitte, keine Ahnung, hat keinen Sinn, keinen Zweck. Ich finde es einfach nur schick. Das ist auch die Hauptsache. Jetzt sind wir hier oben schon beim Wash-Teil angekommen, alles schön dreckig zu machen. Der rechte Teil ist ja schon ein bisschen überarbeitet worden da hinten. Dass das so richtig schön verschmiert und dreckig aussieht, kann ja nicht alles glatt und sauer sein, schon gar nicht, wenn da Abgase überall rauskommen. Und da arbeite ich natürlich jetzt mit meiner schwarzen Wash. Ich hatte erst überlegt, die braune zu verwenden oder was anderes. Aber ich fand das mit dem Schwarz erstmal ganz gut, so diese Rußablagerungen. Es wird übrigens nachher, wenn das trocken ist, sieht das nicht mehr so fleckig da oben aus. Das trocknet recht gut weg. Das passt schon. Tut ein bisschen weh, wenn man sich so ein bisschen Mühe gegeben hat und dann klatscht man hier die schwarze Farbe so schräg drauf. Aber okay, das soll ja so sein. Ist ja nun mal so angedacht. Ja, von vorne noch schön überall direkt dran. Wie gesagt, wenn das trocken ist, sieht das gar nicht mehr so dolle aus nachher. Deswegen muss man da ruhig ein bisschen beherzt zugreifen. Seht ihr, so schlimm ist das nämlich gar nicht. So, das Dach hier oben sieht schön benutzt aus. Jetzt habe ich hier noch mit Rost wieder gearbeitet. Alles, was so ein bisschen metallisch ist. An dem Dach hatte ich mir gedacht, dass das Braune auch so rostig sein soll. Aber nicht jetzt komplett das Braune rostig, sondern eben als wenn das so mehr, ja, braun halt ist, aber die Rostflecken halt so runterlaufen irgendwo. Habe ich auch unter den Laternen übrigens gemacht. Habe ich so angedeutet, als wenn da so eine Rostfahne runterläuft. Und da sieht man so ein bisschen in der Mitte und links. Und ich denke, so lässt sich da die Fabrik irgendwo ganz gut blicken, ne? Unten habe ich jetzt mit einer olivgrünen Wash den Sockel angemalt, weil an die Fabrik kommt noch, wenn die eingebaut wird später, auch so noch grün mit ran. So ein bisschen was Bewachsenes, so Efeu-mäßig oder was weiß ich, irgendwo in die Richtung rein. Und deswegen wird das unten gleich ein bisschen grün gemacht, dass das ein schöner Übergang nachher wird. Ich meine, wenn die nachher eingebaut wird, sieht die sowieso nochmal ganz anders aus. Da ist ja wie vorne nachher so ein Platz noch, wo vielleicht noch LKWs stehen oder wie auch immer. Und ja,
jetzt hier noch mit Wash die Kanten schön ausgearbeitet, so dass das eben auch schön verschmutzte Kanten sind, die aber auch so ein bisschen kontrastreich herausstechen irgendwo. Oben am Dach habe ich noch ein bisschen mehr Rost reingebracht, dass in der Mitte so rankommt, da oben. Auch hier mache ich immer mit Wasser vorher und dann kommt dann die schwarze Farbe, sodass diese Wasserfahne dann lang runter rinnt. Jetzt genau zwischen die Rohre rein, fand ich super, macht sich wirklich gut. Und dann hat man auch da den Kontrast noch ein bisschen höher mit bei den Rohren. Und ich denke, das geht doch so. Schön verrostet. Hier mache ich jetzt übrigens ja diese Rauchwolken, die dann oben aus diesen Tonsteinen herauskommen, da vorne aus Watte. Die verklebe ich dann mit Sekundenkleber, versuche die relativ hart hinzubekommen. Und dass ich nämlich später, das werden wir allerdings in dem Video jetzt hier nicht sehen, mache ich die Wolken noch grau. Aber dazu muss erstmal der Kleber jetzt hier komplett fixiert werden. Und ich will auch gucken, wenn sie da steht, wie dunkel mache ich sie überhaupt, diese Wolken. Also weiße Wolken werden nicht rauskommen. Es ist kein Dampf, der rauskommt. Das wird tatsächlich Qualm sein. Und der schön schwarz bis grau werden kann. Aber jetzt sehen wir mal ganz gut, wie das Licht da oben reinscheint. Und ich denke, das macht sich doch recht gut. Rechts der Ofen, wo das da so ein bisschen vor sich hin flackert. Die Lampen an den Seiten dran von der Fabrik. Und wenn das nachher eingebaut ist, mit Bäumchen umrahmt ist, oder wie vorne alles so ein bisschen Betonfläche, wo LKW stehen, hier noch mal im dunkleren. Wie gesagt, es ist normalerweise so, dass die Lampen alle ein bisschen dunkler sind, gerade die an der Fabrik, die drei Stück, die dran sind, die sind im echt ein bisschen dunkler. Aber gut, ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich finde, man kann sich ganz gut vorstellen, wie es hier aussieht. Und hier setze ich jetzt noch mal als Größenvergleich N Figuren hin, so dass man einfach mal sich mal vorstellen kann, weil es ist jetzt ein bisschen schwierig gewesen, das gebe ich zu, dass man mal so ein bisschen sagt, ach, so groß ist die Fabrik ungefähr. Und ja, da kann man das halt mal ein bisschen sehen, wie das eigentlich wirken würde, wenn da auch vielleicht ein LKW nachher noch davor steht oder irgendwas in der Form dann noch reinkommt. Die Fabrik soll übrigens was fabrizieren. Ist ja eine Fabrik. Nein, tatsächlich so, weil unterhalb ist ein Gleis und da soll irgendwas beladen werden. Hier sehen wir es nochmal ganz schön, wie auch viel gammelig es hinten ist. Beachtet immer nur den hohen Zoom, dass das dann immer ein bisschen matschiger aussieht, als es tatsächlich ist. Ja, dann würde ich sagen, mit diesen Bildern würde ich aufhören für heute. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Macht's schön gut, euer Aquapenta aka Uli. Tschüss!